erstmal Glückwunsch zum Sieg, das vorweg. Ja, wenn man das Spiel dann schon so angeht, was Marc gerade sagte, wir hatten vor, den Gegner frühzeitig unter Druck zu setzen, ihn zu pressen, ihn zu Fehlern zu zwingen, ist uns nicht ganz so viel gelungen, weil der Gegner sehr schnell mit dem ersten Ball dann tief gespielt hat, unsere ersten Verteidigungslinien überspielt hat und da tauchte dann so ein bisschen das Problem auf. Wir haben es dann nicht geschafft, auf diesen zweiten Ball wirklich zu kommen. Sie waren in der Sicherung dann vorne auch besser als wir unterwegs mit dem Julian Günther Schmidt, der viele Bälle festgemacht hat, mit dem Florian Dietz. Dann die zweiten Bälle waren dann für die Sechser da und das hat es dann für uns sehr, sehr schwer gemacht, dann die Wege kürzer zu halten zum gegnerischen Tor. Und im Laufe der ersten Halbzeit war es dann so, dass beide vielleicht die Möglichkeiten hatten, aber wir nicht so viel Qualität auch im Ballbesitz, dass wir sauber nach vorne gespielt haben, diese Räume, die entstanden sind, auf den Flügelzonen auch sehr schlecht bespielt haben, dass wir es nicht dahin gekommen sind, um auch wirklich zielgerichtet zu sein. Was dann in der zweiten Halbzeit auf dem Platz stattfand, ist vielleicht das für alle, wenn man davon redet, man hat einen Rucksack auf, dann war ja, glaube ich, heute deutlich zu erkennen bei meiner Mannschaft, dass dieser Rucksack mit dem 0-1, mit dem Tor, was schön war, aber vielleicht auch zu vermeiden war aus unserer Sicht, dass dieser Rucksack größer geworden ist und immer schwerer. Und wir große Probleme hatten auch beim 0-2, wirklich diese Partie dann noch offen zu halten oder in die Partie zurückzufinden. Was man immer wieder erkannt hat, dass die Jungs trotz ihrer Fehler immer wieder bemüht waren, auch weiter nach vorne zu spielen oder ihre Möglichkeiten zu suchen, aber da nicht sauber in ihren Aktionen waren, nach vorne gespielt haben und dann eher glücklich mit einer wirklich mal guten Aktion, in dem tief gespielt wurde, Markus zwei Kontakte nutzt, den Ball ablegt auf Kocker Engel und dann kommen wir auf einmal ins Spiel. Also Aktionen, die uns vielleicht auch in den letzten Monaten gefehlt haben oder in den Monaten davor, als wir erfolgreich waren, auch gut getan haben. Dass wir immer geglaubt haben, wir können auf unsere Stärke uns verlassen, was den Ballbesitz betrifft. Dass wir diesen Druck, diese Dynamik auf dem Ball komplett vermissen lassen haben auch wieder und in den letzten Wochen auch nicht gegeben war, hängt sicherlich damit zusammen, dass das Kopf und Beine sehr, sehr schwer sind im Moment bei meinen Spielern. Aber auch da hinten raus nochmal die Möglichkeit hatte mit der Riesenchance, wo Alva vielleicht, wo ihm ein paar Zentimeter fehlen, noch den Ausgleich hätte machen können. Und dann wären wir sicherlich mit einem glücklichen Punkt aus diesem Spiel gegangen. Aber das haben wir nicht. Wir haben dieses Spiel dann aus meiner Sicht auch verdient verloren, weil wir einfach nicht auch in der Lage waren, den Gegner so unter Druck zu setzen, gerade vor unserem eigenen Tor, um da in Ballbesitz zu kommen und ihn auch da fernzuhalten. Und es ist ein schwerer Rucksack, den meine Spieler im Moment tragen. Gar keine Frage, aber auch da stellen wir uns dem, wir arbeiten die nächsten Tage und wir arbeiten auch die nächsten Wochen immer wieder hart daran, dass dieser Rucksack nicht wieder auftaucht und abgelegt wird. Aber es ist sicherlich im Moment sehr, sehr viel im Kopf, was sich abspielt und weniger dann in Qualität auf dem Platz.